Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Delicious Emily's Kindheitserinnerung. So, meine Lieben, mir ist leider ein kleines Malheur passiert. Gestern Abend, es war spät, ich wollte noch aufnehmen eigentlich, war aber schon ziemlich müde und habe dann das erste oder beziehungsweise das achte Level hier mit Bravour geschafft, um dann festzustellen, dass ich gar nicht aufgenommen habe. Yay! Das heißt natürlich, ich muss das jetzt nochmal nachholen. Und deswegen spielen wir nochmal das achte Level, weil ihr es ja nicht gesehen habt. Ah, ist schon ziemlich blöd gewesen. Opa! Hast du mein Halloween-Kostüm dabei? Ei, ei, Captain, es ist gerade angekommen. Auf die Planke, du räudiger Hund. Danke, Opa, aber ich habe dieses Jahr keine Zeit für Saures oder Süßes. Aha, verstehe. Übrigens, deine Eltern sagten mir, dass du deinen Nachbarn helfen möchtest. Wie wäre es, wenn ich mit Angela spiele, damit du dich aufs Geldverdienen konzentrieren kannst? Yeah, sie macht keinen Unfug mehr. Wuhu! Also ich weiß gar nicht, ob ihr das dann mitgekriegt habt. Ich hatte nach diesem Level hier, glaube ich, dann den Vogel gekauft. Aber ich weiß es auch nicht mehr so genau. Dementsprechend, ja, müssen wir dann mal schauen, wie es läuft, ne? Übrigens habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, dass ich nicht mehr als 8 von den Früchten hier sammeln kann, also lagern kann. Und dementsprechend brauche ich mich also gar nicht so sehr beeilen. Und ihr habt mir auch gesagt, ich sollte versuchen, mehr Kombos zu machen. Ja, da werde ich versuchen, mich dran zu halten. Was ganz schön ist, ist, dass hier jetzt unsere Vögelchen für uns das Ganze machen. Das heißt, ich kann hier ganz normal hantieren und bin dadurch vielleicht auch ein bisschen fixer. So. Da brauchen wir mal wieder das und das und Birnenmarmelade. Bitteschön. Also ich versuche es wirklich ordentlich zu machen hier. So gut es geht. So, hier können wir jetzt auch wieder eine Kombo machen, indem wir doppelt kassieren können. Das ist natürlich wirklich sehr gut. Das Problem, was ich habe, ist, dass die Leute hier meist so kleckerweise reinkommen. Und dementsprechend einfach viel zu viel Zeit vergeht, bis man dann jemanden doppelt abkassieren kann. Hier zum Beispiel kommt jetzt niemand irgendwie. Dementsprechend, die sind ja hier noch alle am Essen, die hier müssen noch bestellen und es kommt keine Laufkundschaft im Moment. So, da ist die Maus. Die habe ich jetzt auch wieder geholt. So, und du möchtest einen Kuchen haben? Mist, den habe ich jetzt hier vergessen. Ich vergesse immer wieder den Kuchen, ey. Deswegen machen wir das jetzt so rum. Verliere dein Herzchen nicht. Sie hat ihr Herzchen verloren. Verdammt. Ich weiß immer nicht, ob das gut oder schlecht ist, wenn die ihr Herzchen verlieren. Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass es eher schlecht ist, wenn die ihr Herzchen verlieren. Einfach, die geben dann halt weniger Trinkgeld. Das fällt halt schon auf, ne? Aber naja, mir wurde geschrieben, das wäre alles nicht so schlimm und es würde auf jeden Fall mehr Punkte geben. Ich hoffe, das stimmt dann so. So, Moment, ich fange mal lieber mit dem Kuchen an. Dann so und so und den Kuchen rausholen und bitteschön. So, hier können wir schon mal neue sammeln. So, 2 Orangen. Perfekt, das kriegen wir schnell hin. Bitteschön. Ich habe mir übrigens letztens ganz viele Delicious Emily Teile gekauft. Ja, ich glaube, ich habe jetzt so fast alle Teile. Also ich habe auf jeden Fall den True Love Teil, den fand ich nämlich sehr wichtig eigentlich so für die Story. Und dementsprechend habe ich dann, genau, ja, kann ich jetzt auf dich warten oder? Ja, doch, das müssten wir hinkriegen, wenn wir schnell sind. Ja, perfekt. Eine Dreier-Kombo. Also auf jeden Fall habe ich True Love, habe ich mir geholt von Emily. Und ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch alles habe. Irgendwie Emily und Hochzeit, Emily und
Flitterwochen und New Beginning und hast nicht gesehen und sehr schön. Also bei dem konnte ich jetzt nicht noch länger warten, weil ich glaube, bis sie hier entschieden hat, was sie will, dann wäre einer bestimmt flöten gegangen. Also dann wäre einer sauer geworden, sagen wir es so. So, bei ihr kann ich jetzt auch nicht warten, die muss ich abkassieren. Ich habe mir auch zwei Emily-Teile geholt, die was mit Weihnachten zu tun haben. Das fand ich ja ganz besonders toll. Das heißt, die werde ich dann auch bald spielen. Schon mal ein bisschen verraten hier. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Es wird noch ganz viele Emily-Teile geben. Und dann mal gucken, was mir dann noch so gefällt von solcher Art Spiele. Da gibt es nämlich ganz viele, habe ich gesehen. Also es ist so ein bisschen so wie das Wimmelbildspiel, ne? Davon gibt es ja auch ganz viele. So gibt es halt auch von diesem hier ganz viele. So, jetzt komm, entscheide dich mal bitte schneller. Dann kann ich das noch schnell fertig machen. Was willst du? Das will er und ne, das und zack. Perfekt. Wieder eine doppelte Kombo. Yeah! Bin ja echt gespannt, wie das hier mit dem Spiel so weitergeht. Also wie sich das noch so entwickelt. So, du möchtest das und das. Wir lassen dann hier schon mal. Ich hoffe, er will jetzt keine zwei. Sonst muss ich hier erst noch einmal... Na Gott sei Dank, aber er will einen Kuchen haben. Das ist schlecht. Komm schon, schnell. Er wird gleich sauer. Ah nein, jetzt habe ich es auch noch falsch rumgeklickt. Oh, ich bin aber auch eine Trantüte manchmal. Egal, dann gehe ich jetzt hier sammeln. Ich habe den Kuchen wieder vergessen. Das ist aber auch immer, ey. Ich tue den Kuchen immer in den Ofen und dann lasse ich ihn da stehen, ja? Toll. So sollte ich das vielleicht nicht machen. So. Okay, und zack. Ja, ich bin ein bisschen langsam irgendwie diesmal. Ich weiß nicht. Tag beendet. Wir haben diesmal keinen goldenen Stern geholt. Komisch, vorher habe ich einen goldenen Stern geholt, jetzt wieder nicht. Also irgendwie funktioniert das hier nicht so ganz mit dem den Kunden lieber stehen lassen. So, ich muss mal eben noch eine... Ja, die ist nämlich jetzt sauer, weil ich sie stehen lassen habe hier. Jetzt ist sie nämlich gar nicht mehr glücklich. Ach ja, deswegen kassiere ich sie halt lieber sofort ab, weil dann sind sie halt noch glücklich. Was soll ich machen? Aber egal, wir haben das Level geschafft. Mehr wollten wir nicht. Jetzt geht's auch für mich ganz normal und natürlich blind weiter. Diesmal ist es halt kein Expertenlevel geworden, ganz knapp. Aber der das Sternchen bleibt mir ja trotzdem, denke ich, erhalten. So, ansonsten haben wir alles. Dann würde ich sagen, holen wir doch noch hier die Wasserpumpe. Und machen mit Tag 9 weiter. Oh, sie schnitzt einen Kürbis. Hallo Emily, freust du dich auf die Party? Das wird total klasse. Emily, Mami sagt, dass du mir helfen und nicht mit deinen dummen Freunden quatschen sollst. Ich werde dir gleich mal helfen, glaub's mir. Quatsch, Quatsch, über Jungs, über Jungs, über Jungs. Haben die eigentlich nur Jungs im Kopf? Na schön, ich gehe weg und komm nie mehr zurück. Oh Gott. Angela? Tja, sie ist weggegangen und sie kommt nie wieder zurück, hat sie gesagt. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich Angela finden oder so. Keine Ahnung. Was muss ich hier machen? Ich weiß es nicht. Erstmal sammeln gehen. Dann ist unser Vorrat schon mal da. So, hier brauchen wir einen Kuchen, dann das und Erdbeere. Und dann den Kuchen aus dem Ofen holen. Zack, Kuchen aus dem Ofen. Perfekt. Was ist hier? Ah, niemand. Okay, ich muss an Angela, wie auch immer, muss ich finden. Da ist auch niemand. Hier kann man sich auch noch verstecken. Aha, hab sie gefunden. Emily, was ist hier los? Wir haben Verstecken gespielt. Oh, dann ist es ja gut. Wie geht es denn den Truffauts?
Die Bank gibt Ihnen noch einen Tag Zeit für die Rückzahlung. Morgen wissen wir mehr, wenn Sie Ihre Ernte verkaufen und wir das zusammenrechnen, was hier verdient wurde. Okay. Sehr gut, dann können wir ja weitermachen. Hier kann der Tisch schon mal abgedeckt werden, sauber gemacht werden. So, dann brauche ich das und das und den Kuchen. Spuck ihn aus! Ja, sehr gut. Toll. Eine Millisekunde. Hey Leute, da steht doch der Kürbis, da könnt ihr euch nicht einfach hinsetzen. Anscheinend doch. So, ich brauche das mit das und noch eine Erdbeere extra. So, Früchtchen. Perfekt. Ach, da habe ich ja eh schon 8. Na, dann ist ja gut. So, Opa möchte einen Birnenkuchen und ein Glas Birnenmarmelade. Da steht wohl einer sehr auf Birne. Wenn mich nicht... Oh, jetzt ist sie fertig. Das war so klar. Wenn mich nicht alles täuscht, steht da jemand auf Birne. So, dann hier Erdbeermarmelade und Erdbeere. Sehr schön. Okay, manchmal bin ich aber auch wirklich ein bisschen zu fix, ne? Dann kassiere ich so schnell ab. So, hier. Kuchen, Maus. Mauskuchen. Sehr gut. Und zack. Gib den Kuchen her und bitteschön. Ja, komm, komm. Und juhu! So, jetzt brauchen wir hier einen Birnenkuchen, 2 Erdbeeren, eine Möhre und dann natürlich noch den Birnenkuchen. Und bitteschön, diesmal sogar alles abgeliefert, nicht nur die Hälfte. Das freut mich. So, 2 Orangen für die Dame. Kein Problem. Na, werdet ihr jetzt fertig? Dann kann ich euch beide abkassieren. Bitte, komm, ess schneller. Oder iss schneller. Oder mach irgendwas schneller. Ich glaube, das wird nichts. Doch, doch, es könnte was werden, es könnte was werden. Ah, Moment, erst abkassieren. Sonst wird sie sauer. Okay, hier kann der Tisch schon mal sauber gemacht werden. So, da brauchen wir wieder einen Kuchen und eine Birnenmarmelade. Und wenn die Jungs schneller sind, dann kann ich beide abkassieren. So, Birnenmarmelade, Erdbeerkuchen, beide abkassieren. Perfekt. Ah, diesmal klappt es besser, glaube ich. Ich glaube es nur, ich weiß es nicht. So, ich gehe mal eben einmal sammeln. Das reicht schon. Ah, 2200 brauchen wir. Ach du meine Güte. So, einmal das. Dann brauchen wir Erdbeermarmelade, das und das und... Ah, ich habe den Kuchen vergessen. Verdammt! Wieso vergesse ich ständig den Kuchen? Wo ist mein Problem mit dem verdammten Kuchen? Echt mal, es ist doch Kuchen. Wie kann ich den Kuchen im Ofen vergessen? Das ist total untypisch für mich. So. Jetzt aber hier. Okay, dann ein Glas Marmelade und das und bitteschön. Jetzt warte ich, bis die da fertig sind. Sehr schön. Soll ich auf den auch noch warten? Ah, komm, schneller. Mach schneller. Hier, du kannst schon mal den Tisch sauber machen. Komm schon. Ach Gott. So, so. Und zack. Na, immerhin. Immerhin. So, guck mal, jetzt ist er auch fertig. Aber er ist, glaube ich, der Einzige, ne? Dann kassiere ich dich so ab. So. Okay, Birnenkuchen, Erdbeermarmelade, weil es schmeckt und Kräfte weckt. Oh, ich habe den... Was habe ich bloß mit dem Kuchen, dass ich den ständig vergesse? Ich verstehe es nicht. Echt, das ist so ein Ding der Unmöglichkeit. Ich mache halt hier so klick, klick, klick und dann... Oh, Mist, Kuchen. So. Ja, die werden wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, ne? Ich warte aber... Ah, nee, guck mal. Sind ja fix. So, dann hier einmal Melonenkuchen, Melonenmarmelade. Und den Kuchen nicht vergessen. Ich darf den echt nicht vergessen. So, ich muss einmal so und einmal so. Jetzt auch wieder den Kuchen, bitte. Immer schön dran denken. Dann gehe ich erstmal Erdbeeren sammeln. Hier können wir noch mal ein paar Birnen sammeln. Und dann will ich, dass er fertig ist. Okay, die wollen schon mal einen Kuchen haben. Den kann ich schon mal reintun.
So. Okay. Perfekt. Alles komplett geliefert. Ich bin glücklich. Ich habe den Kuchen nicht vergessen. Ey, wenn ich mal ein Level schaffe, wo ich den Kuchen nicht ständig vergesse, ja, dann mache ich 3 Kreuze. Na, werdet ihr noch fertig? Ihr esst übrigens gerade den Kürbis. Naja, sie wollten ja nicht auf mich hören, ne? So ist das halt. So, 2 Karotten, 2-mal das. Dann dahin. Dann sind die schon mal fertig. Und du? Was willst du? Aha. Das und ein Erdbeerkuchen. Natürlich will er Erdbeerkuchen haben. Jeder will Erdbeerkuchen haben. So, dann gehe ich mal eben Erdbeeren pflücken. Aha, da kommt noch ein Orangenkuchen hin. Bist du jetzt mal fertig? Ah, es wird nichts. So. Jetzt musst du warten. Du warst einfach zu langsam im Essen. Es tut mir leid. So, 2-mal Melone. So, und abkassieren. Eieieiei. Wir haben noch nicht mal das Ziel erreicht und unsere Schicht ist schon fast vorbei, ey. Toll. Dabei strenge ich mich hier so an. So, perfekt. Aber wir haben immer noch nicht unser Ziel erreicht. Was ist denn los hier? Was mache ich denn falsch? So, Kuchen ist fertig. Hinbringen. Zackig. So, jetzt mal noch eben hier Obst nachholen. Dann liefern wir das schon mal ab. Der kann dann warten. Hoffentlich kann er das auch. Ja, komm, komm, komm. Eben abkassieren. Perfekt, jetzt haben wir schon mal das Ziel erreicht. Das ist super. Ich hoffe, ihr esst schnell. Ihr habt nur eine Erdbeere und eine Birne. Ja, das muss schnell hab, hab und rein. So, Möhrchen und Salat. Ich wünschte, ich könnte so ganz langsam schon mich herantasten, um ihr das dann zu geben. Aber naja, wir dürfen auch nicht zu lange warten, um den Leuten das zu geben. Sonst sind die... Ey, ich sehe nichts. Sonst sind die nämlich leicht angepieselt. So, du musst jetzt noch warten, bis der Opa auch fertig ist mit Aussuchen. Sehr schön! Und das Expertenziel erreicht! Juhu! Mach den Tisch sauber! Ja, Mensch. Das wäre geschafft. So, was sagt das Geschäft? Nichts. Wir haben 200 Gold noch übrig. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch den letzten Tag. Angela, es tut mir leid, dass ich dich gestern angebrüllt habe. Das ist okay. Hey, spielst du Piraten mit mir? Das würde ich echt gerne, aber ich muss arbeiten, das weißt du doch. Habe ich dir mal gezeigt, wie man Glühwürmchen fängt? Soll ich dir noch ein paar fangen? Dann weißt du auch, wie es geht. Okay. Na, da können wir wieder ein Foto machen. Beim Glühwürmchen fangen für deine Schwester. Sehr schön. Jetzt muss ich Glühwürmchen fangen. Okay, ich sehe gerade gar keine, gar kein Glühwürmchen, muss ich gestehen. Ja. Melone und Erdbeere. Melone. Kürbis, doch. Und jetzt muss ich eben Wassermelone einsammeln. Sonst habe ich ja nichts mehr. Na, ich glaube, das dauert zu lange, bis die da fertig sind, oder? Es ging jetzt doch recht fix hintereinander. Und die essen so lange. Ach Gott. Ach, das wird nichts. So. Okay, so. Moment, Erdbeermarmelade und Birne. Okay, dann ein Erdbeerkuchen und das. Ja, du bist gleich dran, du bist gleich dran. Ist ja gut. So,
Aber ich habe noch kein Glühwürmchen gesehen. Wo sollen die denn sein? Die wollen alle nur Kuchen haben. Das irritiert mich gerade so. So, hier kommt eh keiner für dich. Da ist eins. Sehr schön. Perfekt, wir haben ein Glühwürmchen gefangen. Und die Maus habe ich auch zwischendurch im Vorbeilaufen gefangen. So, ich brauche mal noch eben Erdbeeren. Die will bestimmt einen Kuchen. Okay, sie will keinen Kuchen. Juhu! Das gibt eine Kombo. Perfekt. So, noch ein Glühwürmchen sehe ich aber nicht. Wahrscheinlich kommen die so nach und nach. Da oben ist eins. Ich habe den Kuchen vergessen. Ich sag ja, wenn ich mal ein Level habe, wo ich den Kuchen nicht vergesse, dann mache ich drei Kreuze. Das liegt an den Glühwürmchen. Ja, die Glühwürmchen lenken mich jetzt so ab. Die sind schuld. Das wird's sein. So, hier kann schon mal sauber gemacht werden. Hier werde ich erstmal die beiden bedienen. Und dann muss ich ihn sowieso... Da ist noch ein Glühwürmchen. Okay. Nicht verzagen. Irgendwann habe ich das gelernt. Wenn man einen Kuchen in den Ofen tut, muss man warten, bis man ihn rausholen kann. Das ist doch nicht so schwer. Also wirklich. Na komm schon, Oma. Mann, ich krieg kein Trinkgeld wegen ihr. So. Ein Glühwürmchen fehlt noch. Wenn ich das habe, dann bin ich wieder etwas entspannter. Da ist es. Na Gott sei Dank, jetzt kann ich mich wieder konzentrieren. Juhu! Bitte sehr. Jetzt kannst du damit den Weg beleuchten, wenn du an Halloween mit Mami und Dad auf Saures oder Süßes Tour gehst. Wird Franco, ich meine, werden es die Truffords schaffen? Sie sind noch nicht über den Berg, aber es sieht gut aus. Es hängt ganz davon ab, wie viel wir mit unserem Restaurant verdienen. Ach du meine Güte, Edward, sie hat unsere Wocheneinnahmen fast verdoppelt. Emily, du bist ja ein echtes Wunder, das muss ich sofort Mrs. Truffaut erzählen. Juhu, Emily! Das ist meine Nichte. Yeah, wir schmeißen den Laden. Wir sind die Besten hier. So, was möchtet ihr denn? Das möchtet ihr haben, dann eine Marmelade, eine Orange und den Kuchen und die Karotte. Karotte auch noch. Darf ich nicht vergessen. Sonst sind ja hier alle traurig, wenn ich die vergesse. Nehme ich schon mal Erdbeeren mit? Ja, nehme ich schon mal mit. Und die wollen natürlich wieder Orangenmarmelade und eine einzelne Orange. Zacki, zacki, alles hinbringen. Perfekt. So, dann das und das. Ach, ich bin so fix. Na, immerhin habe ich meine Wocheneinnahmen hier verdoppelt. Das ist doch super. Das freut mich doch, Mensch. So, du möchtest auch eine Orangenmarmelade und eine Orange. Dann brauchen wir erstmal neue. Und können wieder doppelt abkassieren. Das freut mich. Ach ja, du kannst ja auch noch hier deinen Trick machen. Bäm! Tada! So, dann wollt ihr einen Orangenkuchen haben und eine Möhre. Den Kuchen nicht vergessen. So, perfekt. Orangen habe ich irgendwie nicht so viele. Alle wollen heute Orangen essen, ne? So, Kürbis und Erdbeere. Sehr schön, jetzt steht sie auch da. Ich hoffe, sie kann sich schnell entscheiden und will keinen Kuchen haben. Ach Gott, sie kann sich nicht schnell entscheiden. Und sie will einen Kuchen haben. Na, dann kassiere ich die lieber schon ab. Ich will da jetzt nicht warten. So, da oben wird noch was verlangt. Da muss geputzt werden. Und
Zack, okay, dann hier das und das. Ah, soll ich die jetzt... Ah, okay, das könnte klappen, könnte klappen. Juhu, Dreier-Kombo. Perfekt. So, hier brauchen wir... Oh Gott, wir brauchen Melone. So, dann erst den Kuchen. Dann noch zwei Melonen. Das war falsch. So. Da kann sauber gemacht werden. Die schmeiße ich weg. Weil das hattet ihr mir ja auch geschrieben. Ich soll öfters einfach das Tablett dann mal wegschmeißen, wenn ich etwas nicht brauche. So, Moment. Und wieder Dreier-Kombo. Ja, Mensch. Zwei Dreier-Kombos. Wie nice ist das denn? So, hier Erdbeeren. Perfekt. Du bist jetzt alleine, deswegen kassiere ich dich schon ab. Dann füllen wir mal eben schnell alles wieder auf. So, zweimal das. Sehr schön. Und der Part wird eigentlich gerade viel zu lang, aber was will ich machen? Kann ich nichts machen. Ich habe gesagt, wir machen das Level jetzt noch zu Ende und deswegen machen wir das auch zu Ende. So, da kann schon mal geputzt werden. Dann brauchen wir das und das. Bitteschön. Die schicke ich jetzt aber schon weg, weil ich glaube, die würden sonst zu lange warten. Viel zu lange. So, da kann auch schon mal geputzt werden. Dann brauche ich das und das. Eigentlich nur einmal. Habe aus Versehen zweimal geklickt. Also weg mit der Möhre. Na, es läuft doch. Wir haben fast das Ziel erreicht. Super. So, Moment. Kuchen. Okay. Bitteschön. Und das hier für dich. Tja, ich hoffe, die essen schnell. Dann kann ich sie wenigstens doppelt abbuchen. Na, es geht. So. Das und das mit dem. Und den Kuchen nicht vergessen natürlich. Sehr schön. Es läuft, Leute. Es läuft. Ich sammle noch mal schnell was ein. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr. Da brauchen wir auch direkt zwei Birnen. So, hier können wir schon mal sauber machen. Dann mache ich erst den kleinen. So. Oh, was? Wieso ist er denn auf einmal so schnell sauer? Ist ja nicht zu fassen. Gerade eben war er doch noch voll fröhlich und hatte ein Herzchen. Naja, man kann nicht alles haben. Also auf die Jungs warte ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Das heißt, wir erreichen das Ziel leider nicht mehr von 490. Obwohl, vielleicht doch. Vielleicht erreichen wir das Expertenziel ja doch noch. Das wäre natürlich was. Juhu, erreicht. Perfekt. Angela, komm jetzt rein und bereite dich auf Süßes oder Saures vor. Hi Emily, bereit für die Party? Emily, was ist denn los? Hallo Leute, ich gehe heute mit meiner kleinen Schwester auf Süßes oder Saures Tour. Dann vielleicht nächstes Jahr. Keine Ahnung, viel Spaß dann auf dem Abstellgleis, Emily. No, die High Society Mädchen Group. Hallo Emily, danke, dass du so hart gearbeitet hast, um uns zu helfen. Für Nachbarn tut man doch alles, Franco. Ich habe etwas für dich gemacht, hier. Ein Batmobil, verstehst du? Irgendwas sagt mir, dass wir bald sehr gute Freunde werden, Franco. Yeah! Oh Mann, wir haben es geschafft. Tag 10 ist vorbei.
Ist das wirklich eine deiner liebsten Erinnerungen? Was, mit dir auf Süßes oder Saures Tour zu gehen? Oh ja, das war lustig. Aber eigentlich meinte ich das, als ich die Kaninchen freiließ und du sie wieder einfangen musstest. Apropos Kaninchen. Die Handelskammer wird hier später ihr Preisverleihungsbankett abhalten. Wow, die kommen immer noch hierher? Jedes Jahr, obwohl das erste Bankett eine echte Katastrophe war, weißt du noch? Das war auf dem Campingplatz hinter unserer Scheune. Während des Abschlussballs, falls ich mich nicht irre. Der Part nimmt kein Ende, Leute. Ist das zu fassen, Evelyn? Unsere Emily geht auf den Abschlussball. Emily, ich möchte, dass du nur das Allerbeste bekommst. Danke, Mami, aber ich will das alles selbst bezahlen. Außerdem habe ich mein Kleid bereits angezahlt. Oh, mach dir da mal keine Sorgen. Das Bankett nächste Woche wird uns ein Vermögen einbringen. Der nächste Tag beginnt schon wieder. Okay, meine Lieben, dann mache ich aber an dieser Stelle nun auf jeden Fall erst einmal einen Cut. Wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.